da schaut man auch gerne zwei- oder dreimal hin. 350 Tonnen, knapp 50 Meter lang, 9 Meter hoch und 4,5 Meter breit. Ein U-Boot wie U-17 legt man nicht einfach so auf die Seite. Doch endlich ist es den Experten im Technikmuseum Speyer gelungen. Damit U-17 nicht unter seiner eigenen Last verformt wird, musste erst die richtige Technik gefunden werden. Das U-Boot-Ungetüm soll nämlich im kommenden Jahr wieder auf Reise gehen. Von Speyer nach Sinsheim, erst auf dem Rhein und dann den Neckar hinauf. Da fahren wir dann über Landstraßen, durch kleine Ortschaften und. Müssen dann noch tiefer in die Trickkiste greifen, das U-Boot drehen, ja, auch auf Wasserweg, auf dem Neckar, im Bereich Heidelberg. Und das ist schon nochmal eine anspruchsvollere Geschichte. Dabei waren die ersten 1200 Kilometer schon ein aufsehenerregendes Unterfangen. Von Kiel durch den Nord-Ostsee-Kanal, über Rotterdam, den Rhein hinauf, vorbei an Köln und tausenden Schaulustigen. Immer mit dabei Fregattenkapitän AD Jürgen Weber. Vor 39 Jahren hat er auf U-17 seinen Kommandantenlehrgang gemacht. Es ist ja keine Stahlhülle für uns. Ja, es ist ja unser zweites Wohnzimmer. Das ist schon eine ganz enge Bindung an dieses Stück Stahl. Und das ist einfach toll, dass es neben uns herfährt. Schließlich der Landgang im Naturhafen Speyer. Ein besonderer Tieflader war notwendig für U-17. 45 Meter lang, bestehend aus 30 Achsmodulen mit jeweils 8 Rädern. So ein Fahrzeug mal im Einsatz zu sehen, das haut mich vor den Hufen. Auf den letzten Metern zum Technikmuseum schließen sich immer mehr ehemalige Crewmitglieder dem Schwertransport an. Sie lassen ihr Boot nicht aus den Augen. Gelegenheit bekommt man nur einmal im Leben, und wenn man Teil dieser U-Boot-Gemeinschaft ist, wir kommen gleich die Tränen, ist das so ein tolles Gefühl. Diese Verbundenheit mit einem Wohnzimmer, das jetzt ins Museum kommt, das ist wie nach Hause kommen. Und im kommenden Jahr wird es dann noch einmal richtig knifflig, wenn der U-Boot-Koloss auf dem Weg ins Partnermuseum in Sinsheim unter den niedrigen Neckarbrücken durch muss. Dafür muss das auf die Seite legen perfekt sitzen. Jetzt also diese spektakuläre Trockenübung.